Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute möchte ich euch ein bisschen einführen in die moderne Kryptografie, so ganz leicht. Und zwar haben wir da für jeden Verschlüsselungsalgorithmus immer so ein paar verschiedene Unteralgorithmen, die ich gerne heute mit euch klären will. Also so ein bisschen Definitionssache heute. Falls ihr das nicht wollt, überspringt es einfach und wir reden dann nächstes Mal genauer darüber und ihr kriegt auch ein Beispiel beim nächsten Mal, versprochen. Also was wir haben jedes Mal ist, wir wollen einen gewissen Algorithmus Gen haben, der generiert uns, also der liefert uns einen Schlüssel, ein Passwort oder auch ein vernünftiges Passwort, mit dem man dann auch arbeiten kann, weil die heutigen Passwörter, also zum Beispiel wenn ihr da irgendwie eingibt Alligator 5, wie der liebe Homer Simpson, dann ist dieses Passwort nicht unbedingt in dem Format, wie wir es benutzen wollen oder können. Also auch so Private-Public-Key-Sachen, die werden, müsst ihr auch nicht verstehen, was das jetzt ist, die werden von diesem Gen, also Generate oder Generiere-Algorithmus produziert. Ich schreibe jetzt einfach mal hin, der liefert das Passwort. Genau. So, dann gibt es den Enk, der verschlüsselt das Ganze und wenn ich Enk schreibe, meine ich immer den aktuellen Verschlüsselungsalgorithmus. Also Enk verschlüsselt und Deck, der dechiffriert, das heißt, er entschlüsselt. So, jetzt fragt euch wahrscheinlich, warum habe ich für diese drei kleinen Begriffe ein ganzes Video gemacht. Die sind wirklich essentiell. Das heißt, ihr müsst diese drei Begriffe hier schon können und ja, ich möchte es euch auch kurz am Beispiel von den bisherigen, beziehungsweise am Beispiel vom Visionaire-Chiffre kurz machen. Wir hatten für den Visionaire folgendes, wir hatten einen gewissen Ciphertext, also einen Text, den wir verschlüsseln wollten, eine Nachricht M. So, wir wollten ihn verschlüsseln, das nennt sich Chiffrat, C meistens abgekürzt, M wie Message, C wie Cipher oder Chiffrat, es fängt auch mit C an. Deswegen kürzt man die meistens ab. Und genau, wie sind die jetzt auseinander entstanden? Wir hatten nämlich auch noch ein Passwort. Passwort, das kürze ich jetzt mal mit Key oder K ab. K für Key, also der Schlüssel. Genau, so, und jetzt wollen wir gucken, wie hängen die ganzen Dinger zusammen. Okay, wir wissen, aus Gen kommt das Passwort raus. Das heißt, Gen liefert uns dieses K. Liefert Passwort K. So, Enk liefert uns, also verschlüsselt, also ich mache hier einfach mal jetzt diese Pfeile noch hin. Es verschlüsselt, das heißt, wir bekommen hier ein C raus. Naja, aber wir brauchen auch irgendwas, mit dem wir verschlüsseln können. Ihr erinnert euch ans Visionär, wir brauchten das Passwort zum Verschlüsseln. Und vor allem, das ist das Wichtigste, mussten wir irgendwie noch eine Nachricht einbringen, die wir verschlüsseln wollten. Weil es kann nicht jedes Mal dasselbe Chiffrat rauskommen und dann am Ende wieder eine andere Nachricht. Das heißt, dieses Enk hier, das nimmt Parameter. Also für die Programmierer unter euch, Parameter, also wird es leicht sein, aber für die, die es nicht kennen, Parameter sind Sachen, auf die wir dann später zugreifen können und mit deren Hilfe wir etwas berechnen. Also sagen wir, dieser Enk, der braucht meine Nachricht M, die er verschlüsseln soll, und mein Passwort K zum Verschlüsseln. Also das bedeutet aus Hallo und ABBA als Passwort wird dann, wenn ich das Ganze in Enk reinstopfe, Enk von Hallo, also ist Hallo die Nachricht M, ich zeige es euch gleich genauer, hier, Enk, mit der Nachricht M, das heißt M ist hier Hallo und K, also das Passwort ist ABBA. Warum ABBA? Weil es leicht ist. Wenn wir ein A haben, machen wir nichts anders. Wenn wir ein B haben, shiften wir um 1 weiter. Ich glaube, 1 im Alphabet kriegen wir gerade noch so hin. Das heißt, wenn wir Enk von Hallo und ABBA laufen lassen, dann liefert uns das Chiffrat von Hallo mit dem Passwort ABBA verschlüsselt. Was dann genau das wäre, nämlich ein H, das bleibt gleich. Das B bedeutet, wir shiften zum eine Stelle weiter, das heißt B, M, dann wieder ein A, also hier, dieses A wird auf das zweite L gemappt, das heißt, hier kommt wieder ein L raus und das O bekommt wieder den Anfangsbuchstaben von unserem Passwort, weil wir das einfach wieder hinten dranhängen, wenn es zu kurz war. Also wieder ein A, also O.
Da kommt dann also als Passwort, als Chiffrat, als Verschlüssel das Ding, kommt HBMLO raus. So, und jetzt ist das eben C, das ist M und das ist K. Okay, wenn wir wieder entschlüsseln wollen, also DECK aufrufen wollen, brauchen wir auch wieder ein Passwort. Das liefert uns nämlich wieder die Nachricht hier, weil wir wollen ja als Empfänger, also wir wollen ja mit diesem Chiffrat irgendwas Sinnvolles machen. Wir wollen es nicht einfach nur verschlüsseln, damit es keiner mehr lesen kann, sondern entweder wollen wir es selber irgendwann später wieder lesen oder wir wollen es jemand anders schicken und der hat das Passwort auch und der kann dann entschlüsseln. Das heißt, DECK liefert uns am Ende wieder, ich mache mal das Ganze hier ein bisschen kleiner, auf 16. Ich glaube, das kann man immer noch super lesen. DECK liefert uns wieder die originale Nachricht, also dieses Hallo hier, und braucht dazu aber ein bisschen was. Also der Empfänger kann ja nicht einfach so entschlüsseln. Der Empfänger braucht erstens mal die verschlüsselte Nachricht, das heißt das Chiffrat, braucht er, damit er überhaupt wieder entschlüsseln kann. Und er braucht, ganz wichtig, das Passwort. Denn wenn jemand ohne das Passwort entschlüsseln kann, dann ist was falsch gelaufen. Und wenn jemand ohne Nachricht entschlüsseln kann, beziehungsweise ohne verschlüsselte Nachricht, also Chiffrat, entschlüsseln kann, dann ist erst recht was falsch gelaufen. Das heißt, wenn wir hier DECK von HBMLO aufrufen mit dem Passwort ABBA, dann muss da wieder HBMLO rauskommen. So, und das muss aber wirklich eindeutig sein jedes Mal. Also diese Verschlüsselung hier muss, ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber sag fast eindeutig. Und dieses Entschlüsseln hier muss sogar eindeutig sein. Okay, werden wir sehen, wie genau ich mich da jetzt aus dem Fenster gelehnt habe. Wir werden gewisse Zufallssachen auch noch betrachten. Wird aber ein bisschen dauern. Okay, so, und das ist sozusagen das Grundgerüst. Das braucht jeder Algorithmus oder jede Verschlüsselungsdingens braucht da irgendwie sowas. Wir werden hier auch noch ein bisschen was sehen, was wir hier verändern können und wie wir es dann noch erweitern können. Das werde ich euch alles noch zeigen. Aber wir wollen als nächstes, im nächsten Video dann, eine Verschlüsselungstechnik kennenlernen, die dann wirklich sicher ist. Okay, dann hoffe ich, ich habe euch dieses Mal nicht gelangweilt und ihr habt so ein bisschen das Grundkonzept verstanden, was dahinter steckt jedes Mal. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.